Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3. Unsere Party ist hier fett am Laufen. Und ja, was machen wir denn gerade eigentlich alles so? Ja, Kaio ist natürlich noch auf Arbeit. Ich freue mich hier. Was ist jetzt kaputt bei mir? Sag mal, ich das Waschbecken im Arsch. Natürlich, einer unserer Partygäste sorgt dafür, dass das Waschbecken im Arsch ist. Wo ist unser Hausmann-Troll? Schön abspülen, ja, das kannst du gerne machen, aber nicht jetzt. Zuerst sieht sie mal schön reparieren, weil wir haben keine 50, ja, sagen wir Dollar, um den Scheiß vom Handwerker rühren zu lassen. Also muss unser Hausmann das machen. Der liebe Troll, aber der geht erstmal im Bad das Geschirr abwaschen. Spülen, ja. Mach das. Los, Troll, geh da rein. Findest du dich, ja. Klasse. Geh da rum. Was den anderen Hein abwaschen, wenn der jetzt auch noch kaputt macht, hier, das ist dann nicht der gleiche Heini hier, dieser Igba. Wie viel, der klingt wie so ein Terrorist, der hat die Leute hier eine Bombe platziert. Das war ganz eindeutig. Wenn ich mir so umgucke, also Essen haben wir hier echt genug. Warum tut hier keiner? Ich glaube, Günther hat hier einen geilen Hut auf jeden Fall auf. Was will ich denn hier mit Günther plaudern? Ja, wir machen. Plaudern mal, Günther. Freundlich. Ja. Ja, Wirtschaft schwärmen können wir. Special. Wahnsinnig. Was reine machen im Stadion. Zieh, bleib länger an der Arbeit, um die Beziehung zu deinen Kollegen zu verbessern. Ist die Beziehung zu den Kollegen? Nö, Kalibo braucht keine bessere Beziehung zu seinen Kollegen. Das wird mal völlig überwertet. Lustig, dass sie die Geschichte erzählt, aber Günther, was kann ich noch? Arbeit diskutieren. Mehr. Der Computer reden, klasse. Günther, Junge. Ein Kollege von mir, bekannter. Mein Chef hier auch dabei. Ein guter Freund von mir. Ich die ganzen Leute einfach mal mehr mag als euch. Auch lustig. Monika sprechen will ich ja auch. Ne? Kein Mord, ganz 77 Dollar verdienen. Ich glaube, sich das Ding ist hier halt echt. Schadrechen können wir auch mal. Schön. Handwerker, da können wir uns das wenigstens mal leisten. Oh, kein Mord befördert, ist schön. Lasse, Junge. Die ersten Leute verlassen unsere Party auf jeden Fall schon. So, was ist denn Kaimo jetzt eher Snackverkäufer? Das ist ja unglaublich. Handwerker wird erst in einer Stunde da sein. Kaimo kommt fix und fertig von der Arbeit auf jeden Fall hergefahren und findet einfach eine Party vor. Nebenbei, ja, eine halbe Überschwemmung im Bad, in der Küche, toll. Repariert das hier immerhin, das ist nicht schlecht. Ja, Kaimo, der könnte ein bisschen Spaß vertragen. Da einfach mal auf Klo gehen. Sich jemand Teller nehmen, was essen. Und danach, ja. Oh, wir pennen da schon. Ich penne einfach schon, eiskalt. Auch nicht schlecht. Ich als Party, ja, Initiator gehe mal pennen. Ja, noch die Party noch teilweise läuft, war nicht schlecht. Hauptsache Troll steht bei mir im Zimmer. Was macht er da? Spanner, ja, er will auf Klo, das ist schön. Ich stehe jetzt auf mein Zimmer. In mein Zimmer und. Nein, schließlich mein Zimmer, schließlich Rechenkontor-Zimmer und beobachte das Rechenkontor. Ja. Das finde ich jetzt leicht merkwürdig, aber okay. Ich glaube, hier ist ein bisschen Galoff. Am Start, aber naja. Kein Mobil ist richtig scheiße. Ist mal ruhig, mein Junge. Ist ruhig ein bisschen schneller. So, Troll ist nicht mehr geschafft, hat den hinten zu reparieren, auch nicht schlecht. Klasse, Troll, du bist ein Held. Ich kann da wirklich auch pennen, alle gehen pennen. Ah, hier, der Handwerker macht wesentlich das Ding heil, super. Nebenbei hier Pfützen überall noch, ach scheiß drauf, Essen steht doch überall rum. Wozu sollten wir das auch irgendwie mal wegräumen, ne? Das haben wir ja nicht nötig, das ist ja ganz klar. Hier steht zuerst auf, ich stehe um 6:30 Uhr auf. Recht konnte um 6. Troll schon um 5, okay. Und darf Troll hier erstmal Pfütze aufwischen, Bad nehmen. Erstmal Reste immer wegstellen. Reste wegstellen. Pfützen aufwischen.
Rest wegstellen. Danach darfst du Reste essen. Makaroni mit Käse. Genau. Schön arbeitslose Troll. Der muss den Haushalt hier schmeißen. Ganz klar. So, ich werde auf jeden Fall, wenn ich aufstehe, erstmal pissen, gehen auf so, dann werde ich baden, dann werde ich mal was essen. Reste essen. Verdorben Herbstblatt, nein, Makaroni mit Käse. Jo. Was reichen konnte, wenn da aufsteht. Der geht dann auch erstmal auf Toilette, ebenfalls baden, ebenfalls besonders Essen ausräumen und dann Reste essen. Makaroni mit Käse. Und schon jetzt mal, das ist nicht schon verdorben, ist geil. Ihre Trolle hier. Schön oberkörperfrei. Schützen aufwischt. Sein Muskeln hier ganz klar angibt. Ganz eindeutig, der blaue Topf. Was will er denn hier ein neues Rezept lernen? Aha. Der hat Fähigkeiten. Ja, kochen, der Mensch noch Level 2. Doch schon da immerhin etwas. Kochen, das kann er. Ah, jetzt stehen schon die ersten Leute auf. Ich reichen konnte und ich. Der Troll hier noch am Bahn ist. Ah, ich weiß, dass wir jetzt wieder alle gegenseitig im Weg stehen. So, was sieht rechnen kann, du erstmal bahnen. Ich müsste eigentlich auch mal bahnen. Ach, ich lass mich einfach hin, hier überall verdammt essen und mich rum, scheiß drauf, ne? Meine Fahrgemeinschaft ist schon da. Ich gehe erstmal arbeiten, stinkt total, ist eigentlich mal auf Klo, aber puh, was soll's, ne? Offizielles Schachturnier gewinnen, ja. Das wäre durchaus mal ein Ziel. Tja. Ist etwas ruhiger angehen lassen, würde ich sagen, ne? Wollen wir nicht übertreiben, geht sie halt die Scheiße, von daher. Troll guckt Fernsehen, dann schließt ein bisschen Reste. Ich weiß nicht, essen soll sie Troll mit Kohl. Zu nehmen, ja, aufräumen sollst du richtig rein. Ja, okay, ist toll. Oh, kann ich auch mal wachen. Ist aber richtig scheiße. Auch mal Bahn. Auch mal Reste essen. Brauche mit Käse. Ich kann da geht raus, um zu essen, auch nicht schlecht. Na, kann ich heute auch mal benutzen. Ja, er hat heute einen freien Tag. Wir reichen Kondor. Ach, der denn da? Das ist eine gute Frage eigentlich. Was der Rechenkondor so machen könnte. Ein Troll immer noch fleißig aufräumt. Ja, Kalimo. Was eigentlich was essen, ne? Die ersten nein, Kalimo geht lieber schwimmen. Achso. Dann geht halt schwimmen. Kalimo in der Grund Rechenkondor. Aha. Schön. Dann darf man verdammtes Essen ausräumen, darf Reste essen, man kann wohl den Käse. Hab ich einen 300 Dollar bekommen. Warum? Man weiß es nicht. Auch nicht schlecht. Troll hat hier wohl seinen Scheiß auf eine Runde zu kriegen. Rechenkonto, den könnten wir irgendwas mal machen. Und zwar Rechenkonto. Der geht einkaufen, ein. Könnte zum Rathaus gehen und nein, er könnte zur Schule gehen, Malereiunterricht halten, nein, was könnte denn, da arbeite ich, interessant, du willst, was ist das für ihre, ja, du kannst einfach mal den Park, Stadtpark besuchen und dich dann da freuen, was auch immer du denn machst, ist mir relativ egal. Troll, weil wir was Troll mal Politiker machen. Das wäre eigentlich ganz lustig. Politiker hier abstarben. Ja, nur Troll, Troll wird jetzt Politiker. Ganz klar. Das ist auch noch reichen können oder so. Ja, nicht nach Hause kann man Geld mit nach Hause bringen und sogar wieder befördert wurde. Guck mal an. Ja, Jobs, ja. Troll, du. Bist Politiker. Recht konnte das schaukeln. Ah ja.
Dann hier unten eine richtig ausrastet beim Schaukeln. Also hier, schon, da sitzt die ganze Zeit, er hier unten rastet komplett aus. Halt, also den Typen hier krank. Das ist nicht normal. Okay, liegt euch auch zweifache Geschwindigkeit so, sieht mal etwas normaler aus. Ja, unser Träumann jetzt einfach mal. Ja, Politiker, nicht recht. Los, reden wir, den wir hier heute nicht begrüßen, die ist halt hier Beberhart, Junge. Beweg dich. Oh lol. Der Picknick hier mal mit seinem Kind auch nicht recht. Ich muss gerade mal bahnen, was bin ich jetzt überhaupt? Berichte verfasser, jawohl, 46 Dollar die Stunde. Nicht schlecht. Ah, die Veranstaltung, nein. Allen Kollegen anfreunden, naja, brauchen wir auch nicht unbedingt. Wir haben hier für relativ viel Kohle, fällt mir gerade mal so auf. So, Rechenkondor hier, ne, freundlich begrüßen, ja, klasse. Dann Rechenkondor. Lustig, kriegen Massen schneien. Freundlich. Karriere fragen. Plaudern. Freundlich. Über Computer reden. Freundlich kennenlernen. Freundlich nach Hause einladen, ne? Rechenkonto geht hier richtig ran. Ja, Bebe ist arbeitslos, ja, das ist ganz klasse. Okay, ich weiß von uns nicht. Ganz klar. Podiumspolierer ist. Toll, auch nicht schlecht. Charisma bräuchte. Ach, das sind alte hier. Mit der sind Kind auch nochmal schön. Bebe ist technikfeindlich, ja, nee, du leider dann Hause einladen kannst vergessen. Hier kann man schon sparen. Bei uns brauchen wir keinen im Haus. Mit dem Haus, die keinen Bock auf Technik hat, das passt halt nicht, ne? Bebe hält Rechnung oder langweilig, ja. Schön. Ganz schön. Die Rechnung setzt sich da jetzt mal hin. Den haben wir hier. Und so ein Typen, krasser Stil. Schön. Welchen Kondor, der macht er denn? Gunther Gusel, ja. Bin ich mein Chef hier? Oder einer meiner Kollegen, ja, in der Tat. Also der sitzt hier irgendwie parkt, schreibt mit jemandem, nicht recht. Aber welchen Kondor setze ich jetzt hier hin und macht einfach nichts. Was mache ich währenddessen? Nein, keine Kartenansicht. Nein. So. Kampf der Köche. Ich vertraue, bring dein Essen zum Restaurant, bevor die Zeit abläuft, um einen Geldpreis zu gewinnen. Sie lohnen uns. Das ist tatsächlich was für Troll. Sollst du nicht reingehen, du sollst das Essen machen. Und zwar am Essen servieren. Aber nichts. Ja. Öffnen. Herbstwert. Dorm. Nein. Macaroni mit Käsequalität schlecht. Gericht kannst du mal einreichen. Das reicht für den Scheiß. Preise, wenn ich ja chille und Fernseh gucke. Aha. Vielleicht räume ich mal verdammtes Essen aus. Das wäre ja meine Leistung. Von mir. Was ist das hier eigentlich? Grüßen wir auf jeden Fall mal. Irene Kennedy. Interessanter Frauenname, Irene. Richtlinie. 15 Plus Wirtschaftskarriere reichen ja. Können wir die Videospielkonsole rausschmeißen für? Was? Teamregistrierung. Bring die Formulare zum Rathaus, um deine Jobleistung und die Beziehung zu deinem Chef zu verbessern. Besser Beziehung zu verbessern. Besser Jobleistung. Für Kalimo, ja. Darf er gerne machen. Darf er gleich nach der Arbeit machen, würde ich sagen. Der darf instant zum Rathaus. Zwischen 9 und 17 Uhr. Na okay, das ist schlecht, da muss das morgen machen. Man muss das echt morgen machen. Trollte, wir sind wissen kann danach. Ein bisschen krassen Unterricht teilen für 400 Dollar. Das gönnen wir uns einfach mal für den Troll. Ich konnte das Schild immer noch im Park, ja. Dessen ich mit der Erin hier ein bisschen quatsche. Verdammt mal gerade. Ja, angesprochen werden, das ist ja unglaublich. Freundlich. Förderung verkünden, ja, das ist bestimmt hören.
plaudern. Oder auch nicht, sie rennt einfach weg. Auch nicht schlecht. Was hab ich denn jetzt vor? Ich will mein Bett machen. Bin hier super ordentlich. Ich bin relativ viele Leute, aber ich habe gerade so ein Gefühl. Ich sehe ihn hier, nehmen sie Landgraf. Vizepräsidentin. Die Alte soll ich mich vielleicht mal anschmeißen. Nach Hause einladen. Recht schon, du hast mal nach Hause gekommen, interessant. Wäre erstmal ein bisschen was sauber machen, die eigentlich nicht schlecht. Jawohl, nehmen sie, kommt gleich. Die Alte schmeiße mich jetzt hier mal ran. Ich will nicht scheinen Pizza bestellen, nein, scheiße Pizza. Ja, Troll ist halt schon lange von Tour. Das heißt, hier ist niemand, der uns hier was zu essen kocht. Das ist schlecht. Jawohl. Genau, Treuer hat zu essen, hat das 5 Dollar verdient. Das ist natürlich eine Leistung, das muss man doch würdigen. Ich gucke aus dem Fenster. Ah ja. Nicht schlecht. Schön, dass ich die ganze Zeit im Boxershort rumlaufe. Ja, Nancy will nur begrüßen, hier schön im Boxershort, ist ja klar. Grüßen. Nach drinnen einladen. Da freut sich Nancy, mich hier zum Boxershort zu sehen, ganz klar. Troll, nimmt jetzt mal krass mal toll Unterricht teil, okay. Komm, Nancy, gehen wir richtig krass rein hier. Freundlich. Chilabaka. Über Filme reden. Freundlich. Plaudern. Freundlich. Kennenlernen. Mantisch. Flirten. Mantisch. Nach Sternzeichen fragen. Romantisch. Fragen, ob sie ein Single ist. Auf geht's hier, ich weiß nicht, also ich gerade spreche gerade von Nancy, ein Kraft, der Vizepräsident immer dann. Töge mich und gut Deutsch hoch. Voll toll, dass er ein bisschen über Charisma verbessert. Schön. Ich kenne schon eins jetzt, okay. Kein 150 Dollar verdient. Okay, trotzdem will ich einfach instant pennen. Nancy mit einem Gehard zusammen. Schön. Das mindert natürlich meine Chancen, dass ich die auch nicht auf halt eine Schicht anhören, naja. Wir werden über Aussehen machen. Wir werden über Charakter machen. Oh ne, ich gehe erstmal was essen. Ne, zubereiten sogar. Brownie mit Käse, auch nicht schlecht. Also ich spiele hier Laptop da rum. Romantisch. Ich will fragen, ob sie danach bleiben will, jawohl. Ist das überhaupt? Kalimo ist das so. Und ich denke, dass ich Kalimo nicht mal mehr wiedererkenne. Kalimo trainiert hier erstmal fleißig nach der Arbeit, das ist so in Ordnung. Aber ja, ruhig mal machen, recht cool, nur quatsch Nancy an, okay. Will aber eigentlich auf Klo. Achso, ach, recht cool, geht richtig scheiße. Ich hab Kochfähigkeit Level 1 erreicht, aha. Ich bin ja voll der Profi. Nancy zockt ja wieder eine Runde am Laptop. Oh ja, hier richtig krasse Games auf die Alte. Recht kommt, dass ich mit Ethan befreundet, das ist aber sehr traurig. Recht kommt, da ist jetzt auch noch eine Runde mit mir. Ich will nicht mehr sitzen, hier los, quatschen, Nancy weiter anquatschen, los geht's hier. Kompliment über Charakter machen. Fragen, ob sie wieder bleiben will. Camping nicht genug. Dafür auch nicht schlecht. Moment, ist jetzt keine Bekannte mehr, sondern immerhin schon eine Freundin. Immerhin. Kaimo hier wie so ein Bekloppter am Trainieren. Unglaublich. Soll vielleicht nochmal pennen gehen? Schlafen. Das wird Kaimo aus, oh Gott. Bahn, Macaroni mit Käse. Schüsse nehmen, Reste wegstellen, dann darf der auch mal schlafen.
sprechen konnte, oder der soll sich immer pendeln. Extrem schlafen, er will sich nicht normal, er schläft extrem. Ich wollte ihn kennenlernen, ja, schön. Nabazin, Plurb. Nancy, ja, die alte Leute, bleibt einfach hier, um sich was zu essen. Verreckt daran dran fast. Okay, Kalimo, was freust du dich da so im Bad? Das macht vielleicht Angst. Ja, Nancy will weg. Lässt natürlich ihr dreckiges Geschirr hier rumstehen. Ist ja klar. Aufräumen brauchen wir auch nicht mehr. Gut, und ich würde sagen, das war's dann wieder für diesen Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.